Hi ho und willkommen zurück hier bei Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf Bonus. So, beim letzten Mal hatten wir hier ein Damerätsel bekommen. Jetzt möchte ich schauen, ob wir noch eins kriegen. Seid ihr wieder auf eine Party da? Ich wusste doch, dass ich ein Herz für das Spiel der Könige habt. Allerdings war das Rätsel nicht so leicht wie das letzte Mal. Oder so. So oder so ähnlich. Zu viele Damen. 2. Im Schach kann die Dame beliebig weit horizontal, vertikal und diagonal über das Brett ziehen. Kannst du 5 Damen so auf diesem 5x5 Brett platzieren, dass keine der anderen im Weg ist. So. Ist das so richtig? Also so schwer sind die wirklich nicht. Diese Dame-Rätsel. Weil die eine muss genau mittig, wie ich gerade sehe, und dann muss man den Rest einfach rundherum verteilen. Ja, das war's schon wieder. Irgendwie finde ich die nicht schwer. Ich sehe das meist schon auf einen Blick. Aber wer weiß, es wird vielleicht noch wirklich schwerer. So, sehr schön. Das war schon schwieriger als die 4x4-Version, nicht wahr? Ja gut, ein bisschen. Es gibt mehr als eine Lösung für dieses Rätsel. Suchst du eine echte Herausforderung, dann finde eine alternative Aufstellung. Nein. Na sowas. Vielleicht werde ich mir wohl noch ein schwierigeres Rätsel ausdenken müssen. Ich freue mich schon darauf, euch meine nächste Kopfnuss zu präsentieren. Und noch ein Gemäldestück. Der scheint echt ein bisschen mehr Rätsel zu haben, das ist aber ganz gut. Weil die brauchen wir ja eh. Weil hier das Gemälde, ne? Noch 4 Teile, okay, jetzt noch 3. Okay, 1, 2, 3. 3 Teile findest du noch von dem Gemälde. Was? Wieso hat er das jetzt... Irgendwie spinnt der Touchpen gerade. Hat er mir das jetzt rausgenommen? Nee. Komisch. Na gut. Hat er noch eins? Komm, wir können deine ganzen Dame-Rätsel auch im Schlaf lösen. Hey, von der Herausforderung bin ich immer zu haben. Wie sieht's aus? Lust auf eine Partie Schach? Jo, Mann. Zu viele Damen 3. Jetzt kommen 6x6 oder was? Ja, Schachkandidat, lass uns diesmal etwas anderes versuchen. Platziere 3 Damen so auf diesem 5x5 Schachbrett, dass keine weiteren Figuren mehr aufgestellt werden können. Ohne, dass diese von einer Dame bedroht werden. Keine der Damen darf dabei andere Damen im Weg stehen. Also ich würde sagen, die erste muss dann wieder mittig, ne? Damit das Ganze so ein bisschen erfüllt wird. Dann. Nee, das haut nicht hin. Dann haben wir noch Ecken, wo Figuren aufgestellt werden können. Überlegen, wenn wir eine hier in die Ecke stellen, dann deckt die 3 Ebenen ab. Und zwar die Diagonale. Den Bereich und den Diagonalbereich. Okay. Eine darüber stellen. Deckt die das ab. Dann den kompletten Bereich. Sie dürfen sich ja gegenseitig auch nicht im Weg stehen, ne?
Das ist echt schwierig jetzt. Das ist doch ein bisschen schwieriger. Aber damit habe ich ja schon gerechnet. So, was ist, wenn ich das andere da hinstelle? Und die dahin, so decke ich da alles ab. Also die sind schon mal komplett abgedeckt, okay. Nee, dann decke ich trotzdem nicht alles ab, oder? Zack, zack. Zack, 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 doch. Gehen wir mal der Reihenfolge durch. Die untere Reihe decken wir komplett ab. Die darüber. Da wird... Ich kann hier nicht zeichnen. Nimm ich mal die. Die Reihe hier decken wir komplett ab. So, wenn ich die hier stehen lasse, die Dame, dann den Bereich decken wir damit ab und den. Die hier oben deckt den dann ab, die hier unten den und den. So, dann da meine Dame ja hier steht, decke ich komplett diesen Bereich ab. Das heißt, auch da keine Angst. Dann der wird abgedeckt, der wird abgedeckt. Die deckt den hier ab. Und den. Und die den. Und die komplett oben. Ja, dann ist das so. So ist die Lösung. Alle Bereiche. Was? Wieso nicht? So. Standen sich da gerade im Weg. Okay, klappt das trotzdem so, wie ich das gerade gesagt habe? So, untere Reihe ist komplett abgedeckt. Die darüber auch. Die darüber. Zack. 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 Dann haut das wieder nicht hin. Und was ist, wenn ich das aber... Es geht ja auch nicht. So geht's auch nicht, oder? Untere Bereich ist komplett abgedeckt. So, dann der darüber wird da abgedeckt, da abgedeckt, da abgedeckt. Die deckt den und den ab. Denn der Bereich wird hier komplett abgedeckt. Der wird abgedeckt, der und der. Der, der, der. I think I've got it! So, jetzt aber. Okay, gut. Huiuiuiui. Prima, man kann über die Lösung zu diesem Rätsel stolpern, wenn man über das 5x5-Rätsel nachdenkt. Ja, aber das wollte ich ja nicht. Ja, das war tatsächlich richtig. Wartet nur, bis zum nächsten Mal. Dann wird es noch besser. Mein nächstes Schachrätsel wird so schwierig, dass es euch die Schuhe auszieht. Ein Hutständer, natürlich. Wer braucht den denn? Ich denke mal, das ist ja offensichtlich. Den Hutständer wird doch der Professor gleich behalten. Wunderbar, genau das Richtige für mich. Sage ich ja. Das ist ja logisch, ne? Weil Luke trägt ja eine Mütze. So, bin ich mal gespannt, ob das wirklich so schwer wird. Wie er hier sagt. Na gut, ihr beiden. Es hat zwar immer Spaß gemacht, aber das ist jetzt leider mein letztes Rätsel. Aber seid nicht traurig, wenn ich euch bis jetzt ein bisschen Selbstvertrauen raube. Denn dieses Mal könnt ihr nicht einfach so losraten. Seid ihr bereit? Tja, mal schauen. Zu viele Damen. 4. Im Schach kann die Dame sehen, blablabla. 3 solcher Damen stehen bereits auf einem 8x8 Schachbrett. Stelle die übrigen 5 so auf, dass keine der anderen im Weg steht. Das ist eine harte Kopfnuss. Gucken wir mal, ob das hier wirklich eine harte Kopfnuss ist. Also hier unten können wir schon mal die platzieren. Die steht dann nicht im Weg. Dann können wir hier noch eine platzieren.
Hier ist noch eine möglich. Hier wäre noch eine möglich. Und die letzte ist dann, ja. Kann man die letzte hinstellen. Also der Bereich, der Bereich, der Bereich komplett abgedeckt, der auch. Der auch. Ich kann den noch ganz oben irgendwo hinstellen, aber das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Der mittlere Bereich, der wäre noch leer. Die müsste dann da stehen, aber das geht nicht. Arbeiten wir uns mal von oben nach unten. Ich glaube, in jedem Bereich muss wieder eine stehen. Das heißt, wir arbeiten uns mal von oben nach unten. Die kann da nicht stehen. So, hier geht nicht, hier geht nicht. Hier geht nicht. Also fällt aus, fällt aus, fällt aus, fällt aus, fällt aus. Die kann entweder nur hier, hier oder hier stehen. Ich probiere es mal hier mit. Also die obere hat nur drei Möglichkeiten. Ne, weil der Rest fällt raus. Ja, okay, dann stelle ich sie da hin. Das heißt, hier kann dann die nächste hin. Gut, das geht nicht. Hier kann die auch nicht stehen. Hier könnte sie stehen, wenn ich die zum Beispiel nach da versetze. Und dann die dritte Reihe wäre dann hier. Da könnte die stehen, ne? Trifft keine andere, das ist sehr gut. Dann diese Reihe, da geht nicht, da geht nicht, da geht nicht, da geht nicht. Hier würde funktionieren. Die, das geht nicht, das geht nicht. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, okay. Dann ist die untere Reihe wieder nicht möglich. Drücken wir auf neu, geht besser. Jetzt probieren wir es nochmal aus. Hier kann der nicht. Hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Hier, hier oder hier kann er stehen. Pack ihn mal in diese Ecke, vielleicht klappt das besser. Wenn wir den Anfang hier haben, ist der Rest ein bisschen leichter, ne? Es gibt ja nur ein paar Lösungswege. So. Hier, der kann hier nicht, also der kann hier schon mal nicht stehen und hier nicht. Hier wäre möglich, soweit ich das sehe. Hier nicht, da nicht, da nicht, da nicht und da nicht. Also gut, wäre nur noch hier möglich. Okay, dann diese Reihe. Geht nicht. 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 Ist der einzige Weg, der funktionieren würde. Okay. Geht nicht. Geht auch nicht. Geht nicht. Geht nicht. Das geht. Da würde nicht gehen, da nicht und da nicht. Das heißt, das ist der einzige mögliche Weg. Geht nicht und geht. Ach verdammt, stimmt, die kreuzen sich ja gerade. Thank you.
Ja, man verliert hier echt schnell den Überblick, muss ich sagen. Das ist echt schwierig. Das ist richtig kacke. Wenn schon Figuren bereits dastehen. Ja, nochmal von vorne, so geht das nicht. Also der obere, wie gesagt, der kann hier nicht stehen. Weil er dann mit dem hier in Kontakt tritt. Hier geht nicht wegen dem, hier geht nicht auch wegen dem und auch wegen dem. Hier geht nicht wegen dem hier. Kann also nur 1, 2, 3, diese drei Dinger sind nur möglich. Also hundertprozentig nur diese drei. Anders geht das gar nicht. So, dann hier. Der könnte halt, der kann auch überall stehen, ne? Der könnte hier stehen, wo ich ihn jetzt hingestellt habe. Wäre komplett safe. Hier könnte der nicht stehen. Hier geht's auch nicht. Hier könnte der zum Beispiel auch noch stehen. Und dann wäre er komplett sicher. Und der Rest geht nicht. So, packe ich den mal. Ne, hier kann er nicht stehen. Also hier geht nicht, hier geht auch nicht, da geht nicht, da nicht, da nicht, da nicht, da nicht, da nicht. Okay, der kann also nirgends stehen. Das heißt, ich muss den dahin packen. Weil der kann dann da nicht stehen. Hier könnte er dann stehen, soweit ich das jetzt richtig sehe. So, ich packe jetzt mal nach ganz hier hinten, das dürfte funktionieren, ne? Ja. Oder? Jo. Geht auch wieder nicht. Weil der letzte, die letzte Figur, die ich stellen will, hat dann wieder gar keinen Platz. Das ist echt ein sehr, sehr, ist wirklich eine harte Kopfnuss oder eine echte Kopfnuss, so wie es in der Beschreibung steht. Weil man schon Figuren festgelegt hat. Das erschwierigt oder beziehungsweise erschwert das Ganze sehr. Ich guck mal, ob wir Hinweise vielleicht kriegen können, bis zu sicher nicht auf die Lösung zu kommen. Also gut, hier ein Tipp. Die vier Eckfelder bleiben frei.
Also die Eckfelder sind also komplett weg. Okay, gut, das ist schon mal ein guter Tipp. Okay, gut, dann gucken wir jetzt einfach mal nach, ne? Tipps sind ja jetzt auch nicht so schlimm. Stelle eine Dame auf das dritte Feld von oben. In der linken äußeren Linie. Linien sind im Schachjargon die Reihen, die von oben nach unten verlaufen. Eine zweite gehört auf das dritte Feld von unten in der rechten äußeren Linie. Also nochmal, stelle eine Dame auf das dritte Feld von oben. Also das dritte von oben. 2, 3. In der linken äußeren Linie. Dritte Feld von oben. Also 1, 2, 3. Hier. Laut Dings. Okay, das habe ich jetzt gemacht. Stelle eine Dame auf das dritte Feld von oben. In der linken äußeren Linie. Linien sind im Schachjargon die Reihen, genau. Eine zweite gehört auf das dritte Feld von unten in der rechten äußeren Linie. Dritte Feld von unten. 1, 2, 3, hier. Okay, die hätten wir dann schon mal. Okay, das heißt, die restlichen. Eine kann, glaube ich, dann hier hin. Hier geht ja nicht mehr. Die kann ja nur noch dann hier stehen. Sehr gut, jetzt haben wir es. Dank den Tipps. Mir hat der zweite Tipp schon gereicht. Und dass die Ecken halt, ne? Der erste Tipp und zweite Tipp haben mir schon gereicht. Sehr gut. Du hast es geschafft. Da drei Damen schon standen, ist dies die einzige Lösung für dieses Rätsel. Wie bitte? Du fändest es interessanter, alle acht Damen selbst zu platzieren? Ja, aber das wäre dann ein bisschen leichter. Schachmatt, ich habe es geschafft. Ich wusste doch, dass ihr Großmeister seid. Das haben wir von Anfang an klar. Und noch ein Gemäldestück. Es wäre interessant, ja, aber es ist dann doch wieder dann zu leicht, weil das wird ja dann wieder ein bisschen möglicher werden, ne, dann das Rätsel zu lösen. So, noch zwei Fetzen, dann haben wir das Rätsel da auch gelöst. So, und das hat jetzt nichts mehr vor uns, ne? Tut mir leid, dass ich euch so herb enttäuschen muss, aber das waren alle Rätsel, die ich kenne. Na gut. Dann der Barkeeper vielleicht noch ein bisschen was. Guten Tag, ihr zwei. Habt ihr Ramanum gefunden? Das haben wir. Danke, danke für eure Hilfe in dieser Angelegenheit. Das hört man gerne. Jetzt, wo ihr gerade hier seid, warum ruht ihr euch nicht etwas aus? Moment mal. Oh je, was habe ich wieder gemacht? Was habe ich mit meinem Messbecher gemacht? Stimmt etwas nicht? Ich habe hier 16 Liter Wasser, die ich gerne gleichmäßig in 2 8 Liter aufteilen würde. Leider scheint sich mein Messbecher aus dem Staub gemacht zu haben. Könnt ihr das Wasser vielleicht irgendwie mit diesen 7 und 9 Liter Gefäßen aufteilen? Kein Problem. So, du hast ein 16 Liter Gefäß voll Wasser, ein leeres 9 Liter Gefäß und ein ebenfalls leeres 7 Liter Gefäß. Die Gefäße haben eine Messskala. Wir haben keine Messskala. Kannst du das Wasser so auf das große und das mittlere Gefäß verteilen, dass beide genau 8 Liter enthalten? Sorry. Ich wollte natürlich sagen, ich kann es versuchen. Dann haben wir dann 7.
Ja, jetzt habe ich 6, 3 und 7, aber wir brauchen ja jeweils 8. Das würde mir nichts bringen. Okay, probieren wir es nochmal. Hier 7 rein. Haben wir hier 2 Liter auf jeden Fall. So, wie können wir denn aus 1 8 machen? Wenn wir den 1 wenigstens 8 hätten, wäre es ja gelöst schon. So, wir haben 2. Das heißt, wir müssen jetzt 6 Liter bei den 1 reinkriegen. Dass einer 6 Liter fasst. Und dann umkippen haben wir wieder 7 Liter. Das ist nicht das Ziel. 6 Liter, wie schaffen wir das? Also jetzt, wenn ich jetzt hier mache, haben wir da 11. Dann haben wir da jetzt 4. Jetzt haben wir da 6. Es ist ein bisschen schwieriger gerade. Ich weiß gerade nicht, wie ich das hier weiter lösen kann. Wir brauchen jetzt auch 4 in dem anderen Gefäß. Ja, das wird auch nichts werden. Jetzt hier bei 9 reintun, haben wir da 7. Das heißt hier 2. Jetzt bräuchten wir speziell 1 mit nur 5. Ach nee, never mind. Ich meinte ja mit 6. Verdammt. Jetzt haben wir eins mit 5, aber das bringt ja wieder nichts. So, ich jetzt hier einfach drauf kippe, habe ich da 4. Okay, jetzt habe ich 12. Überlegen wir mal 12. Vielleicht können wir mit 12 mehr anfangen. Wenn wir 9 Liter von 12 runternehmen, haben wir 3. 3 bringt uns aber nichts. Eieieiei. Das war heftig. Na gut, das haben wir jetzt auch noch gelöst. Ah.
Ah, Mann. Wunderbar, wenn du das Wasser oft genug umschüttest, hast du schließlich 8 Liter in beiden Gefäßen. Die kürzestmögliche Lösung besteht aus 15 Zügen. Ich habe, glaube ich, mehr jetzt gebraucht. Und warum probiert habe. Oh, genial. Plötzlich ergibt alles einen Sinn. Jemand für euch hätte ich gerne in der Küche. Was ich noch sagen wollte, ich hörte gerüchteweise, dass der Entführer in unserem Turm haust. Ich habe noch nie Gutes über diesen Turm gehört. Haltet euch ihm schön fern, okay? Blumenstrauß. Okay. Was bringt uns denn der Blumenstrauß? Beziehungsweise, wem bringt der Blumenstrauß denn was? So schöne Blumen gehören in eine edle Vase. Achso, und weil ich ja die Vase schon habe, passt das so. Das sind schöne Blumen, sagt er, okay. Na gut, muss ich mal später noch weiter anordnen. Noch können wir nicht damit viel anfangen. So, labern wir noch mal kurz an und dann werde ich auch gleich den Bonuspart hier noch mal beenden. Wie schön, euch wiederzusehen. Ich habe da nämlich schon wieder ein kleines Problemchen. Ich weiß, ihr seid beschäftigt, aber ich komme einfach nicht auf die Lösung. Könnt ihr mir nicht helfen? Gut, das machen wir jetzt noch und dann werde ich den Bonuspart hier beenden. Äpfel und Orangen. Und dann geht's weiter, ne? Beim nächsten Mal. Ein schlampiger Lieferant hat 2 Ladungen Obst in die falschen Depots gebracht. Wie du auf der Abbildung unschwer erkennen kannst, befinden sich die Orangen gegenwärtig im Apfeldepot, die Äpfel im Orangendepot. Kannst du diesen unhaltbaren Zustand beenden und sämtliches Obst dort unterbringen, wo es hingehört? Das geht. Moment, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Also das ist ja klar, die beiden müssen da hoch. Das haben wir zwar 50 Züge gebraucht, aber ist ja auch egal. Ich muss ein bisschen, ne, wie gesagt, wenn ich hier ruhig bin bei diesen Rätseln, ne, nicht wundern, ich muss auch ein bisschen nachdenken. Sehr schön, nun können wir Obstsalat daraus machen.
So, ach, so geht das also. Danke für die Hilfe. Und noch ein Gemäldestück, das ist sehr gut. Gut, das setzen wir jetzt auch noch schnell ein in dieser Folge. Und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter, ne? Gut, dann fehlt nur noch ein einziges Gemäldestück. Ich denke mal, das dürfen wir in der nächsten Folge auch noch zusammenkriegen, im nächsten Bonus-Part. Und dann würde ich sagen, das war es erstmal mit Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf Bonus. Beim nächsten Mal dann weiter auf der Suche nach Rätseln, ne? Also dann bis zum nächsten Mal. Tü-tü-tü.